SC Pfaffstätten tritt in folgender Aufstellung an. Im Tor der Martin Knoll Müller. Mit der Nummer 3 der Matthias Schneider. Mit der Nummer 5 der Mario Blank. Mit der Nummer 6 der Christoph Daimel. Mit der Nummer 7 der Tizian Schenk. Die Nummer 8 hat der Martin Pell. Die Nummer 9, Alin Dragonirovic. Mit der Nummer 11, Moritz Schmidt. Die Nummer 12 hat der Sebastian Seibel. Die Nummer 13, der Alexander Friedl. Und die Nummer 18 hat Edin Duran. Ersatztormann ist der Erwin Begovic. Ersatzspieler Anselm Jordan, Daniel Karl Hofer, Arends Netze, Patrick Hart und Sandro Schinkovic. Der Schiedsrichter der Partie ist der Herr Stefan Radenkovic und an der Linie wie immer unser einmaliger Heinz Meyer. Der ASK war Altersdorf im Tor mit Stefan Beck, mit der Nummer 2 Daniel Hart, mit der Nummer 3 Ayub Butarbutsch, mit der Nummer 4 Lukas Kornberger, die Nummer 5 hat unser Raphael Jauninger, die Nummer 10 Benjamin Nebel, mit der Nummer 11 Esnik Murselin, mit der Nummer 12 Daniel Samek, die Nummer 14 André Konrad. Die Nummer 15, Lukas Lahar. 17 ist der Marcel Reisinger. Ersatztormann, Felix Kauscheder. Ersatzspieler, Nummer 6, Nico Hofbauer. Nummer 7, der Daniel Mandl. Nummer 8, Schurle Erlacher. Nummer 9, Stefan Neunteufel. Und Nummer 18, Adrian Hodaschin. Wow! Oh! 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 O
besser. Ja, ja. Wir glauben, die wollen es noch sehen. Schauen wir mal. Die Mädels kommen erst. In Wiesbaden. Wahnsinn. Thank you.
Sportfreunde, Punkteteilung im Bezirksderby. Wir danken den Mannschaften für ein interessantes Spiel, wünschen den Hofstädtern.